Gegners und einer hatte fast das Auge verloren. Und ich war ein bisschen rot. Und es waren vier Leute, die auf mich zugingen. Also ja, ich wollte sie ja nicht verletzen, aber ich wollte sie eigentlich nicht so stark angreifen. Sie wollten halt mehr. Und dann haben sie halt die Quittung bekommen. Und die Quittung war leider ein bisschen teuer. Warum haben die dich halt so geschlagen, sag ich jetzt mal? Ja, weil sie dachten, sie müssen mich natürlich nerven, oder? Nerven oder mobben? Ja, ich als ich noch in der Schule war, war ich noch relativ dünn und hatte wenig Muskeln, weil ich ja wegen meiner Krankheit nicht so oft Sport machen konnte. Und jetzt hast du und dadurch wurde ich halt als Knochengröße, als Bohnenstange und so misshandelt. Und ja, ich habe ihnen gesagt, aufs Aussehen kommt es nicht drauf an. Wenn ihr wollt, Schlägerei anfangen könnt ihr, aber ihr werdet es bereuen. Und sie haben es gemacht und haben es dann bereut. Ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Sie sind abgehauen und ich habe sie dann nie mehr gesehen. Was hast du dann Ärger bekommen? Ich habe doch keinen Ärger bekommen. Ich habe mich ja nur gewehrt. Du weißt schon, dass Selbstverteidigung erlaubt ist. Du darfst jeden angreifen, der dich auch angreift. Okay, auch. Ja, guck mal, ich habe eine Frage. Kannst du auch, wenn Leute dich jetzt umbringen wollen und du die umbringst, ist das doch erlaubt? Nein, das ist dann nicht erlaubt. Du darfst ihnen nicht mehr oder gleich viel hinzufügen, wie sie machen. Also das heißt, du musst eigentlich respektvoll verhalten. Wenn sie dich drohen, drohst du zurück. Wenn sie dich schlagen, schlägst du zurück. Aber nicht mehr und nicht weniger. Ja, aber was ist, wenn er mich jetzt umbringen will? Wenn er jetzt bei mir einen... Wie gesagt, umbringen ist zu viel. Wenn er dich umbringt, ist es für ihn schlecht. Und wenn du ihn umbringst, ist es für dich... ist es für dich schlecht. Also, ja. Ja, du kommst ja dann ins Gefängnis. Und wenn er dich umbringt, kommt er ins Gefängnis. Warum ich mich nur wehren will? Wie gesagt, du kannst ihn am Boden schlagen, du kannst, ja, kannst ihn fesseln und du musst dann einfach der Polizei fragen, also sagen. Okay. Du musst die Polizei rufen, Krankenwagen rufen und ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie in Deutschland ist, aber ich wahrscheinlich ist es gleich. Ja. Du hast die Dinge dazu, ihn so unfähig zu machen, damit es nicht mehr macht, oder? Du kannst, wenn er dich schlägt, wenn er dich einen Zahn rausschmeißt, kannst du ihn auch nur fesseln oder so. Oder einen Boden schmeißen, bewusst durchschlagen oder so. Ja. Aber mehr eben nicht. Und eben töten geht gar nicht. Töten ist ein No-Go. Und bei mir leckt's wieder wegen diesem scheiß Fraps. So. Was ist los? Okay, dann bin ich wieder alleine. Jo, was haben wir sonst noch? Ah, ich werde langsam müde und unkonzentriert. Hey, Jihad, wollen wir aufhören? Wir können dann immer wieder weitermachen. Er hört mich nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir würden noch 20 Minuten weitermachen, dann müssen wir aufhören, weil ich will das jetzt noch anfangen. Wenn es geht. Und dann schau mal kurz, was für Zeit das ist. Okay. Fraps will irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Okay, es geht wieder. So, ja, noch Viertelstunde machen wir, dann hören wir auf für heute. Wenn ich die hochgeladen habe, machen wir wieder weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es geht, es kommt darauf an, wie Bock ich habe, das zu hochladen. Und wie viel Bock ihr habt, um es zu schauen, um es zu liken, um es zu kommentieren. Den ersten Part davon hoch? Hä? Wann ladest du denn den ersten Part davon hoch? Am Morgen dann. Okay. Und was für eine Uploadzeit hast du? Von so einem Standardvideo? Ein bisschen weniger als eine halbe Stunde. Das ist ganz gut, nicht? Was für eine Leitung hast du? Hä? Was für eine Leitung? Momentan habe ich noch 23.000, bald 300.000.
Okay. 300.000. Ja, 300.000. Okay, wie viel wird die kosten? 20 Euro pro Monat. Wie, willst du dich gerade verarschen? Kannst du selber nachschauen. Warum kosten die so billig? Weil sie Glasfaser sind. Na, jetzt sag mal, warum so billig? Weil es Glasfaser ist. Echt? Also kein Router oder wie jetzt? Ich weiß nicht, Router glaube ich schon. Aber eben Glasfaserkabel. Und dann fange ich sowieso auf an zu livestreamen und so. 16.000 Leute, wir haben jetzt seit einer Woche. Okay. Wir hatten vorher eine, nee, jetzt haben wir eine 32k, vorher hatten wir eine 16k. Wie viel hast du jetzt? 32k Leute. Okay, du hast sogar mehr als mich, ich. Ah, das braucht so viel Zeugs, das Glas. Und wie viel Uhr wollen wir morgen wieder aufnehmen? Ich habe gesagt, wenn ich es hochgeladen habe, alles. Das sind jetzt sicher ungefähr 10, 20 Parts. Okay. Das wird wahrscheinlich länger dauern. Ich habe ja auch gesagt, ich mache dann Livestream. Das heißt, ich kann mit dir dann auch Livestream aufnehmen. Du kannst es währenddessen sogar schauen und die Kommentare beantworten und so Sachen. Ja, warum machen wir denn den Livestream? Ja, ich könnte es schon machen, aber es leckt halt. Also, ich könnte es ja probieren, ob es jetzt nicht mehr leckt, aber ich glaube nicht. Und ich wechsle sowieso bald die Wohnung, ich ziehe um und dann haben wir sowieso eben das 30.000 Internet. Weil es geht, wir wohnen auf dem Land und hier geht 30.000 Internet nicht. Achso, kriegst du 30.000 oder 300.000? 300.000, meine ich, ja. Ich habe es falsch gesagt jetzt. 300.000 habe ich dann. Ich mache eine Big Farm, ne, damit du Bescheid weißt. Ja, ich hoffe es einfach, sie wird dann schön. Sonst reiße ich sie handlich ab. Wie gesagt, es wird dann nur dabei ein bisschen dauern, bis sie fertig ist. Aber meine Frage, können wir jetzt einfach noch hier die Farm zu Ende bauen? Nein, ich habe zu viel Videos. Ey, ich habe so viel wenig Festplatten. Ich weiß schon wegen den 1000 Spielen, die ich habe. Das würde 20 Minuten dauern. Ach, komm schon, hey. Komm schon, 20 Minuten. Okay, wie weißt du bist. Was wollte ich jetzt? Gravel. Haben wir Gravel? Ja, toll. Okay. Naja, hier richten wir nicht unbedingt, aber machen es mal. Dann machen wir wieder die Erde hin. So. Jetzt hier. Und dann hier noch. So. Wie weit willst du jetzt die Farm bauen? Kann ich hier den Weg? Ja, dann mache ich dann nachher. Guck mal, also die ganze gerade Fläche, die du hier siehst, wird alles die Farm. Ja, also. Das rein. Das rein. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich soll irgendwie das Haus bauen. Ist ein bisschen langweilig momentan. Ich bin gerade ein bisschen müde. Ich könnte noch ein bisschen erkunden oder meinen. Ach komm, ich gehe in die Mine wieder. Das ist eben seine Kiste. Stopp. So, Eisen. Okay. Haben wir nicht noch Eisen? Gold, Eisenerz. So. Jetzt sind wir hier. Eine
Spitzhacke herstellen und gehen dann meinen. Ah, hier noch eine Schaufel. So. Ich bin jetzt wirklich schon seit langem erstmals wieder so lange nicht ins Bett gegangen. Echt? Ich bin halt einfach sportlich und Sportler müssen halt viel schlafen. Wegen der Regeneration und so. Vor allem wegen dem Herz. So, wir gehen irgendwo anders mal in eine Höhle, irgendwo dort hinten in diesem Berg. Guck mal, perfekt. Schön. Hier ist ein Tanto-Stone-Shard. Und den bauen wir nicht ab, der ist sowieso nichts wert. Und dort ist ein Puka-Loot-Ball. Schauen wir gleich mal. Ein Effer. Ein Effer. Ein Effer im Neffer. Hallo, Höhle? Ja. Krass, schlecht, schlimm. Diese Höhle. Ja, ja. Komm schon. Ich bin so unkonzentriert. Sorry dafür. Ich bin einfach nur noch verschlafen. Ah, hier ist eine Höhle. Ein Loch. Schauen wir mal hier. Okay, hier geht's runter. Ja, toll, und meine Fackeln sind wieder ausgegangen. Oh je. Das ist das Schlimmste, was mir eigentlich passieren könnte. Wenn ich keine Fackeln mehr habe. Das ist brutal und böse. Das ist Horror für jeden Erkunder und Miner. Nein, ist doch easy eigentlich, die Fackeln wieder zu kräften. Okay, guck mal, was ich da mache. Da mache ich eine, also halt nicht so breite Farbe, aber dafür eine sehr lange. Ja, ja, mach so was. Wir haben hier viel Wasser, das nervt ein bisschen. Die Fledermäuse. Und ich raste dich aus, Alter. Voll langweilig. So, das wird jetzt so sein. Ja, irgendwie geht die Motivation schon flöten, wenn man müde ist. Ja. Ich hoffe, ihr schaut das Video, wenn ihr mal ein bisschen wach seid. Also, wie lang fließt Wasser nochmal? 8. 8? Also das 8. fehlt, glaube ich nicht. Doch, das 8. fehlt noch und dann nicht mehr. Ich mach mal 7. Sicherheit geht vor. Nein, 8. Macht 8, ist 100%ig. Soll ich nachgucken, oder? Nein. Probier's doch einfach aus. Ja, meine ich ja. Also, probier's einfach aus, ist in 8. Lol, ah. Kopple von den Stones. Die Rolling Stones. Und eine Schlucht. Mega viele Schlucht. Denn. Bei mir ist es gerade so, eine Minute. Nee. 20 Sekunden ohne Lags und 3 Minuten mit Lags. Okay. Ich habe gerade einen Stunt-Move gemacht. Naja, ich war jetzt gar nicht mal so schwer. Aber trotzdem sah schon cool aus. Das fließt 6 und das 7 nicht mehr.
Was fließt bis 16 nicht mehr? Es fließt bis 8, 100%ig. Das kann ich ja hier mal nachschauen. Also hier geht es runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, ist zu wenig, aber trotzdem. 100%, also 7 funktioniert ganz sicher. 8 auch. Ich bin jetzt in einer Höhle, überall ist Lava und Wasser und ich will nicht mehr zurück. Oh Mann, ich bin so müde. Oh, was soll ich denn tun bei 24 Stunden Livestreams? Ey, ich sag dir was, ne? Hm. Wenn der Livestream an einem Freitag oder Samstag ist, dann bin ich dabei. Ja, dann bist du dabei, aber ich mache es auch durch die Woche. Machst du es übers Wochenende? Sicher. Von mir aus kann ich immer Let's Playen, wenn ich online, also Livestreamen, wenn ich online bin. Also, ja, eben, ich weiß es nicht, Livestreams lohnen sich am Anfang noch nicht, so wie Let's Plays. Aber wenn dann die ersten Stammmember auch beim Livestream angekommen sind, dann kann ich dann sicher ab immer, wenn ich Lust und Laune habe, Livestream. Und ich tue gerne Games Livestreamen, die ich nicht Let's Playen kann, weil Fraps nicht funktioniert bei diesen Games. Aber ich werde sicher auch Minecraft auf dem Server sehr viel Livestreamen. Ich habe jetzt schon den Grundriss dafür gemacht, also wenn du willst, können wir hier an dieser Stelle beenden. Ja, ich werde noch hochkommen zum Haus. Okay. Und dann... Auf jeden Fall. Ja, ich sehe, du bist auch mit, also von mir aus kannst du schon beenden. Eigentlich würde ich hier noch weiterspielen, aber ich habe ja auch morgen Schule. Ja, lassen wir es jetzt einfach mal. Ja, ich gehe noch ein bisschen fern gucken, chill my life. Ja. Es ist in Ordnung, wir haben genug aufgenommen für diese Session und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal und ich ertrinke fast. Bin aber nicht ertrunken. Hinter dir, bisschen nach rechts, ein bisschen nach links. Tach, also ja, von mir aus können wir jetzt aufhören und ja. Okay, für wie viele Folgen reicht das jetzt hier? Ich sage ungefähr 15 bis 20. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Komm, wir haben jetzt fast 4 Stunden lang gesteppt, also geskypt. 3 Stunden, 52 Minuten. Weiß noch unser Rekord? Mhm. 17 Stunden, weiß noch. Mhm. Aber eben da habe ich noch kein Fußball gespielt. Ja. Gehst du jetzt jeden Tag trainieren? Ich trainiere am Tag immer, ja. Jeden Tag. Also mit deiner Mannschaft beziehungsweise mit deinem Team? Ja, also noch nicht ganz offiziell in einem Club, aber mit Kollegen spiele ich schon Fußball. Okay, hast du Muskeln? Ohne anzugeben, ich habe ungefähr ja sichtbare Muskeln, die jetzt sag ungefähr 25% würden sagen, ich wäre ein Bodybuilder. Okay. Aber halt nicht so umfangreich, weil ich eher eine schmale Person bin, eine nicht so breit gebaute Person. Okay. Drück mal, also das ist ja hier der Achtus, dann drück mal F1. Hm? Und ja, von meinerseits, das war's dann noch. Wenn es euch gefallen hat, dann... Okay, du Pisser, das ich habe aber nur mit. Ey, nein! Okay, auf jeden Fall. Ja, komm wieder her, Digga, jetzt schön. Ich habe halt die Hälfte des Lebens verloren, du Arsch. Okay. Auf jeden Fall, falls es euch gefallen hat, dass ich mit dabei war, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ja, ich wünsche. Ich fliege jetzt einfach mal weg. Yeah. Oh, pff. Nein! Oh, shit, ich wäre fast gestorben, ich wäre fast gestorben. Bucky, Scheißzeit.
Also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, kommentiert es. Und ja, falls ihr wollt, dass ich wieder dabei bin, und dich hier, Modam, der kleine Loser, dein Spaß. Falls ihr wollt, dass ich wieder dabei bin, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wie gesagt, schon das 5. Mal. Ich tu deine Kröte zertreten, kaputt machen. Nein, Scherz. Er hat gut abmoderiert und ja, ich wäre sehr dankbar, wenn ihr das auch macht, wo er gesagt hat. Und jo, so wird man zu einer Community, so wird man Kollegen finden, so hat man den besten Let's Player, den ihr je gesehen habt. Achso, und ich werde noch was ankündigen, und zwar der Kanal geht jetzt offiziell mir und Drago Basler. Habe ich gerade entschlossen, und das ist jetzt ohne Spaß, Drago. Wollen wir machen? Nein, ich werde meinen Kanal immer für mich alleine behalten. Wir können einen Together-Kanal machen, aber ich werde meinen Kanal für mich behalten. Okay, vor allem auch, weil dieses scheiß Google Plus noch dabei ist und sonst. Digga, ich will doch nur das YouTube machen. Du kannst deinen Kanal füttern, ich kann meinen Kanal füttern und wir können einen Together-Kanal machen. YouTube meine ich, dann ist es chillig. Ja. Okay, Digga. Aber jetzt wollen wir nicht mehr darüber reden, wir wollen jetzt aufhören und tschüss und fertig und bye bye und gute Nacht. Bye bye.